Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin Erste, ich sehe als erstes die Folge und es ist mir sowas von egal. Und mit diesen Worten willkommen zurück zu Tech It Light. Hallo, hallo. Ach ja, die Ersten immer. Immer diese, die immer Erste sein müssen. Erste. Also wir freuen uns ja alle, wenn du dich freust, dass du der Erste bist, der dieses Video schreibt, beziehungsweise einen Kommentar drauf schreibt. Aber bitte freu dich für dich selber. Ja. Und benutze die Comment Section für etwas Sinnvolles. Lass uns an deinem Wissen teilhaben und nicht an der Eigenschaft, dass du der Erste bist. Wir führen jetzt ein, dass jeder, der Erster schreibt, muss auch noch irgendwas Sinnvolles dahinter schreiben. Ja, genau. Das wär's doch mal. Und ich gehe da mal mit gutem Beispiel voran und schreibe unter diese Folge als Erster was Sinnvolles. Okay. Ja. Und diese Folge wollte ich dir eigentlich helfen mit deiner geilen Villa. Ja, danke. Ja, soll ich dir helfen oder nicht? Ja, doch, Hilfe okay. Kann ich immer gut brauchen. Vor allem, weil mein Inventar schon wieder voll ist. Alter. Ja, bei mir weißt schaut du, es da auch nicht besser aus. Da ist dann so ein Gunpowder drin und das blockiert dann wieder den ganzen Slot, wo eigentlich 64 Marble Brick hin sein können. Also die Wand hier, schon mal hier, ja. Die Außenwand hier, die kommt nochmal raus. Alles. Die Innenwand, Entschuldigung, ja. Warum das? Ja, weil es mir so doch nicht mehr passt. Okay. Ja, Wahnsinn, gell? Ich habe das so geplant gemacht. Und wie wär's, wenn du nichts zuerst planst und dann baust? Ja, ich dachte ja, dass das eigentlich gut werden könnte, aber dann hat das nicht so ganz gewirkt und funktioniert. Und ah ja, im Übrigen, hier muss dann nochmal eine komplette Decke rein. Also die oberste, quasi die oberste Blockschicht ist die Decke und erst darunter sollte eigentlich das Zimmer anfangen. Ach so, das heißt, das lasse ich mal da, oder? Nee, weil die... Warum sagst du mir das dann? Ja, einfach nur, um es zu sagen. Ach so, okay. Ich weiß, also, weil ich wusste erst noch nicht, aus welchem Material ich die Decke machen sollte. Weil das Holz, das du darüber siehst, ist eigentlich der Boden von der... Vom zweiten Stockwerk. Genau. Ist oben eigentlich schon irgendwas nicht, oder? Hast du das Bad schon fertig? Nee, also unten. Ja, ich bin in der Woche so wenig gekommen, weil eigentlich mache ich das meiste off-camera, weil es halt wirklich schon sehr viel Zeit braucht. Und jetzt, obwohl Ferien waren, habe ich irgendwie... Ja, komisch eigentlich. Tja, passiert uns allen. Ja. So, jetzt tut es mir nur um die Glasspanes leid, weil wir die nicht zurückbekommen. Doch, wir haben Silk Touch. Echt? Ja. So, aber... Ich hol's ja. Mir. Dafür sind Enchantments gut, ja. Warte. Dann dürfte noch hier drin sein. Silk Touch. Raffi kommt und rettet die Glasspanes. Mal schauen, ob es geht. Boah. Ja, wow. Nimmst du die gleich, weil... Oh doch, ich hab sie noch. Ich hab sogar noch Glasspanes in meinem Inventar. Meins, alles meins. Nichts gibt's. Ach. Obwohl sich das nicht gerade so anhört, als ob man das irgendwie ganz zurückbekommt. Warte, hier kriegst du meinen auch noch. Dankeschön. Ja, für alle, die sich fragen, wieso Moritz nicht da ist, der ist immer noch mit Simon bei Mackie. Und ja. Hoffe, er hat gerade eine gute Zeit. Und hoffst was? Und hoffe, dass er gerade eine gute Zeit hat. Achso, ja. Viel Fressen und so. Jo. Passend, wo wir gestern gerade über Gesundheitslage gesprochen haben in Deutschland. Mhm. Nike ist natürlich ganz oben bei den gesündesten Sachen. Ja. Kennst du das eine Bild von 9gag? Hier ist das eine Bild von 9gag. Ja, da wurde so erst, also so eine Wassermelone. Erster Tag ist die Wassermelone ganz normal. 80. Tag ist er halt voll zerfressen von Bakterien und allem. Ach so, ja, und der Burger, der dann nach 80 Tagen immer noch gleich ist. 180 Tagen, ja. Ja, wieso solltest du was essen, was nicht mal Bakterien ist? Genau. Hat schon so seine Wahrheit, ja. Mhm. Da ist was dran. Na, da ist was dran. Okay, also was noch zu tun ist, da drüben müssten noch Fenster rein. Nein, nicht da drüben, oder? Doch, genau hier drüben. Wo denn? Wo ich gerade stehe. Warte, eigentlich wollte ich mal kurz noch was machen. Okay. Und zwar ja, einen
Ich brauche dafür ein Stück und zwei Gold. Kannst du gleich ganze Glasblöcke mitbringen? Ja, hier habe ich hier noch ein paar. Und daraus mache ich mir jetzt ein Goldschwert, denn bei Goldschwertern ist es Aus den angeblich. Glasblöcken. Aus den Glasblöcken. Ja, okay. Es ist ja so, Glas und Gold hat ja ungefähr die gleiche Härte. Also ziemlich wenig. Und wenn ich jetzt hier mache, dann kriege ich hier. Verdammt! Ich habe keinen Vorpal bekommen. Was? Kein was? Vorpal. Achso, Warpa. Da gibt es dann eine Chance, wenn man Monster killt, dass man den Kopf von denen kriegt. Könnten wir uns da so Trophäen irgendwo hinstellen? Das wäre echt cool. Ja gut, was für ein Level bist denn du gerade? 9. Oh. Ja, bevor ich mit dem Haus angefangen habe, war ich noch 0. Aber hier spawnen dauernd irgendwelche Creeper oder Ich hab Glastonbury. sonstiges Zeug. Hast du Ich hab Glasterball? Glastonbury. Das ist Das ist eine ziemlich Spinne cool. hinter dir her. Oh. Ich hab sie getotet für dich. Dankeschön. So, ich setze mal den Mike hier irgendwo hin, weil den schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum und der blockiert mir einen wertvollen Inventarslot. Der steht jetzt mal hier und macht nichts. Creeper! Oh mein Gott! Von wegen, der macht nichts. Der macht sich selbstständig. Gib dir. Oh Mann. Ah ja, ich habe mit einem guten Freund von uns gesprochen, Okay. der sich sehr mit Programmierung auskennt. Ja. Und der hat mir gezeigt, wie man Turtles wireless programmieren kann. Okay, cool. Also, dass wir die wirklich nur von einem Zentralcomputer aus steuern können. Und das ist natürlich richtig cool. Das wäre schon geil. Mache ich das hier so richtig, Wolf? Einfach von unten nach oben durchbauen. Okay. Du bist ja der Master of Building hier. Aber du hast hier was falsch gemacht, Wolf. Oder was ist denn Echt? hier richtig? Ja, das kann schon sein. Das untere muss richtig sein. Okay, dann fehlen hier aber noch so ein paar Blocks. So. Genau. Und außen dann dementsprechend raus. Achso, hat es auch noch. Ja, Entschuldigung. Aber wie soll ich jetzt wieder reinkommen? Normalerweise bin ich immer Flieg durchs hier bei Fenster mir. Ja, flieg geflogen. bei mir rein. Muss erstmal wegbauen hier. Okay. Dann, dann, dann. Hilfe. Wo bleiben Ja, die? Wo ist die. schaue ich aus wie ein Typ, der dauernd einen Plan hat. Wo sind die Fluglandebahnen, die da mal. Ah ja, genau, die Fluglandebahn, das soll ja hier so sein, schau mal hier. Da siehst du den Turm, auf dem du gerade stehst, Ja. also wahrscheinlich schon, Da weil du sind wohl stehst gerade Creeper. drauf. Ah, Creeper! Ja. Durch diesen Turm kommt dann so ein Treppenhaus, der sich durchs Ganze rauszieht und ganz oben endet das dann hier, da habe ich schon mal so ein kleines Türloch eingeschlagen. Okay. Wow. Wahnsinn, gell? Und von da kommt man dann hier auf die Landebahn, die sich dann so quer über das Haus Okay. erstreckt. Und für die Landebahn brauchen wir ja einen Sensor, ne? So einen Day-Night-Sensor. Einen Light-Sensor, den könnte ich ja mal kurz machen. Den könntest du schon mal machen. Dann machst du könntest ja mal die ganze Technik für das Haus machen und Genau. Warte, dann lasse ich ich hier mach aber so ein das Glas da. Building-Zeug. Okay, ja, dann schmeißt es mir einfach die Treppe runter. Hast du einen Chester, eine Chest irgendwo stehen? Nee. Hast du Holz dabei? Ja, genügend. Warte, ich baue schnell eine. Boah, nee, hab ich's aber jetzt gegeben, den Creeper. Boah, warte, dazu muss ich dann ins Schlafzimmer, da wo jeder normale Mensch Hey, ist seine das Mr. Werkbank Mu? stehen Ist das hat. Mr. Mu? Was macht der da? Der war letztes Mal noch im Bad. Mr. Mu? Ja, nee, Mr. Mu steht im Bad. Ach so, okay. Du bist nicht Mr. Mu. Du Fake Mr. Mu, stirb. So. So. Wo ist jetzt mein besagter, eine besagte Arbeit? Ah ja, genau hier. Ich hätte auch noch vier. Nein, ja, sind Autocrafting Tables. So, da bitte, die kannst du selber hinstellen, weil ich habe hier immer keinen Slot Ja, frei. ich auch nicht. Das steckt mal hier hin. Tue ich dir mal hier Marble und Glas rein und alles, was ich nicht brauche. Ne, Quatsch. Ba-da-da-da-da-da. Und wir sollten eigentlich gleich mal pennen gehen. Ja. Und jetzt habe ich natürlich keinen Timer gestellt. Ich schon. Wahnsinn. Ja, wir müssten so bei 15 Minuten sein, kann es sein? Nein, wir sind so bei 10 Minuten. So, ja. Da sieht man mal wieder, mein Zeitgefühl ist überragend. Aber wie wär's mit einer Kommentarfrage?
Dem hätte ich nichts entgegenzuwenden. So. Von Gamehelfer 11. Endlich mal ein bisschen früher, wahrscheinlich auf irgendeine Folge bezogen. Meine Kommentarfrage: Wenn euch jemand ein Angebot machen würde für 1 Million, damit ihr für jeden dient bzw. fährt, würdet ihr das machen für einen Monat? Für jeden oder für jemanden? Für. Warte. Für jemanden. Für jemanden. Also für eine Person praktisch. Okay. Würdest du das machen? Das ist eine gute Frage. Also dienen beziehungsweise fahren, also so Butler spielen oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Butler spielen. Ich würde allein schon Butler werden, dass ich so ein geiles Frack krieg. Alter, ja, die Dinger schauen so cool aus. Ja, ich weiß nicht, solange es nicht irgendwas Menschenunwürdiges ist oder Herablassendes. Ich meine, wieso Ja, nicht? das musst du natürlich mit einberechnen. Also, wie gesagt, ich würde es machen, solange es halt nichts irgendwie irgendwas Unethisches wäre oder irgendwas. Was ist denn für dich unethisch? Was weiß ich, dass ich irgendjemand seine Leichen verstecke oder sowas. Ach so. Und was, wenn du sowas machen willst wie Transporter? Transporter habe ich nie gesehen. Bildungslücke, ich weiß. Bildungslücke, eindeutig. Erkläre mich auf, Raffi, was geht Der denn darin Transporter ist vor? eigentlich im Prinzip nur so ein Typ, der hat so seine Prinzipien, wie zum Beispiel, also der nimmt da so Jobs an von Leuten und dafür fährt er halt für die dann. Zum Beispiel Okay. irgendwie, er fährt dann irgendwelche also Packages so hin und her, wo halt Sachen drin sind. Oder halt, er fährt Leute nach einem Banküberfall weg oder sowas. Aber er hat halt so seine Prinzipien, dass niemand ihm sagt, was er in diesem Package fährt oder so. Und das noch halt noch ein paar Prinzipien halt, so dass er praktisch halt nie wirklich, wenn er irgendwie gefangen wird oder so, den anderen da was erzählen kann. Und ja. Das ist das Prinzip daran. Das heißt, er ist praktisch nicht wirklich dann. Er fährt praktisch nur. Er hat nichts mit den ganzen Sachen zu tun. Okay. Oh, das ist eine schwere Frage. Würde ich sowas machen? Wahrscheinlich nicht, weil du nicht Auto fahren kannst. Noch nicht. Alter Zombie jetzt. Alter, ja, gell? Auch noch mich von meiner eigenen Klippe stoßen. Haben wir keinen Blutdrop Wafer mehr? Ich weiß nicht, würdest du sowas machen? Ich weiß, wenn es gut bezahlt ist, vielleicht schon. Aber also dienen jetzt für 1 Monat ist ja, also ein Monat ist gar keine Zeit für 1 Million Euro. Monat ist wirklich nichts. Also ich meine, wenn das dann nur so Arbeiten sind, wie keine Ahnung. Vor meinem inneren Auge ist gerade dieser Butler von Bruce Wayne, der aus den Batman-Filmen. Ach so. Sowas, ja, wieso nicht? Ich meine, Hätte ich nichts dagegen. ich finde, das ist jetzt, also generell so eine Arbeit ist jetzt halt nichts irgendwie sowas, wo man die Nase vorrümpfen müsste oder was jetzt so schlimm ist, dass man das nicht machen würde. Genau. Ich habe übrigens einen Leitsensor. Du hast einen Leitsensor? Ja, den stelle ich jetzt mal aufs Dach. Und dann, wenn hier so, bam. Warte, 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 den will ich sehen. Cool. Wenn Licht Funktioniert ist, der auch, wenn der gecovert ist? Also wenn Cover drüber ist? mach was drüber. Kannst du mal schnell den Output verkabeln und dann. Da sieht man doch. Achso, okay, dann nehme ich einfach mal das Marble-Cover. So, jetzt wird es nur ein bisschen schwierig. Ah ja, doch, so. Ach, Der geht schade. aus. Schade, schade, schade. Sonst Logischerweise. hätten wir den nämlich hier so im Boden verstecken können, weil ich habe den Boden auch wieder doppelt gemacht. Aber wir könnten ein Glas drüber tun wahrscheinlich, oder? Tu mal ein Glas drüber. Glas. Ich tue mal einen ganzen Glasblock drüber. Das dürfte dann für Covers genauso funktionieren. Das Ja, geht das noch. Das heißt, funktioniert. wir können hier praktisch eins nach innen setzen. Ja. Dass es halt nicht irgendwie so hässlich voll oben drauf ist. Wir können den auch hier oben irgendwo aufs Dach setzen, sodass man den nicht sieht. Dann musst du halt verkabeln, irgendwie intelligent. Ja, intelligente Verkabelung, da kennen wir uns ja aus mit. Du hast ein Glas vergessen, Wolf. Ah, Ich nein. schmeiß es hier runter. Nee, dann geht's kaputt.
Da Puh, wir sind fünf fangen Spinne gerade. hinter dir her. Alter! Ich helfe dir, Wolf. Danke. Warte, wo ist mein. Ja, mein Goldschwert habe ich schon weggelegt, verdammt. Was geht denn? So viele Monster hatten wir noch nie in einer Folge. Ich schaue nur gerade so runter. Du kommst so raus, aber da kommen fünf Spinnen hinterher. Lass deinen Pfeil stecken. Einfach. Das sind nochmal zwei Spinnen, was geht denn? Wir brauchen mal so einen Kammerjäger. Ja, können wir nicht einfach irgendwo ein paar Interdiction-Torches aufstellen? Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Nein. So nach dem Motto, alles, was uns helfen könnte, nehmen wir mal flugs raus aufs Ticket. Ja, ungefähr. Ja, auch nicht schlecht. Aber wenn die Zuschauer irgendwas wissen, wie man das, also ob es sowas Ähnliches gibt, dann. Dann schreibt das uns in die Kommentare. Genau. Das ist ein Zombie. Ja, was du noch machen könntest, Ja. wäre, ich weiß nicht, wollen wir dann unser Power-Suit-Zeug auch irgendwie in so einen Raum tun? Wie in einem Raum. Ja, oder dass wir so einen Waffenkeller haben? Ja, das wäre cool. Oh ja, so ein richtig geiler Waffen. Das wäre richtig nice. Oder so ein Panic Room, wo dann Waffen drin sind und so. Ja, kann man die eigentlich irgendwie darstellen lassen? Da Ich weiß gibt's. nicht, gibt es sowas wie Regale? Das habe ich mich schon gefragt, weil ich wollte eigentlich da drüben so einen Anziehraum machen und dann halt irgendwie 1000 Lederrüstungen machen und die unterschiedlich färben. Ja, genau. Und die, dass man die irgendwie so hinstellen kann, oder? Gibt es irgendwie so Kleiderpuppen? Ja, das wäre Weiß doch es jemand saugeil. von euch? Das wäre saugeil. Aber man könnte eigentlich Bilderrahmen nehmen und in die Bilderrahmen dann die einzelnen Waffen reinhängen. Das wäre nicht schlecht. Und dann halt irgendwie eine Chest oder halt so ein Delivering System. Genau. Nur, da ist ein kopfloser Zombie. Ist er bei dir auch kopflos? Nein, bei mir hat der noch Hand und Fuß und Kopf. Bei mir ist er kopflos. Auch nicht schlecht. Dann. Ja, hier, das Ganze wird hier noch mit Erde aufgefüllt. Ich werde eh noch einiges am Terrain ändern müssen, weil da hinten zum Beispiel, wo wir gerade alles rausgerissen haben, Ja. ist es auch noch überhängend. Also Okay. das ist wieder unmögliche Architektur. Okay. Und generell, ja, da wird es hier und da noch so ein paar Verbesserungen geben. Okay. So, Alter. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wo die 1000 Spinnen hergekommen sind. Die waren alle im oberen Stockwerk und sind dann runtergefallen. Ach so, okay. Das könnte es natürlich erklären. Jo. So, aber da kommt jetzt noch Gunpowder rein und Spider-Eye und. Ja, wie wär's denn? Oder wir können uns doch so ein. Es gibt doch diese Trainingspuppen, oder? Ja, die Ich weiß, dass Simon Training-Dummies. und. Ja, genau, Simon und du haben die doch mal im alten Let's Play auf diesen Ja. Berg gestellt. Damals war ich ja noch nur Zuschauer. Wahnsinn. Und sowas könnten wir doch auch reintun, dass wir uns so einen Trainingsraum machen. Ja, warum nicht? Wieder große Pläne. Und letztendlich schaffen wir nichts. Nein, ich finde, wir sind schon weit gekommen, vor allem mit der Tube unten. Die ist schon richtig cool. So, aber ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause, weil es schon wieder 7 ist und ich heute noch uploaden muss und dann für morgen noch uploaden, damit ihr morgen auch eine Folge kriegt. Ja, so. Okay. Schlimm, schlimm. Furchtbar. Wir haben schon so ein schweres Leben. First World Problems und so. Aber echt. Okay, ja, dann. Aber zum Schluss tanzt der Roboter noch schnell was für euch vor. Party. Wow. Alter, das sollte er hauptberuflich machen. Machen wir so einen Dance-Raum. Ja, da können wir uns so ein paar Pole-Dance-Stangen machen So und dann so ein paar Roboter. tanzende Roboter darauf. Richtig cool. Okay. Dann mit diesen Vorstellungen lassen wir euch Wieder eurer Wege alleine. gehen. Genau. Genau. Gute Nacht. Was, wie viel Uhr es auch immer jetzt ist. Und ja, man Und sieht bis dann. sich. Ja, Hoffe, euch hat man es sieht gefallen. sich. Tschüss. Tschüss.